Hallo und herzlich willkommen zur 55. Folge von Far Cry 3. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja nochmal ein bisschen um Tija gekümmert. Tija mit der Uzi und so. Und ich dachte mir, wir machen jetzt in dieser Folge nochmal ein bisschen Aufklärung. Das soll heißen, ich würde ganz gerne hier die drei verbliebenen Funktürme, wenn ich das richtig deute, genau, die mal ansteuern. Dafür sollten wir dann aber erstmal hier ein Auto schnappern. Weil per Pedis, das dauert dann doch ein bisschen lang. Hunde? Da. Trottel. Tja, wo auch immer der jetzt gerade herkam. Einer läuft da noch hinter uns. Warte mal. Moment. Moment. War da was? Ich weiß, das war jetzt schon ein bisschen gemein, Hunde und so, aber hey, er wollte von uns was, nicht wir von ihm. Das wollen wir mal festhalten. Und hier ist auf jeden Fall was Nices. Nices, auch eine geile Wortkreation. Was Geniales, was gut ist, was wichtig ist. Heilpflanzen. Wir hatten nämlich eine ganze Menge verballert. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. 4 Stück sogar insgesamt nur noch. Schau an, wir brauchten dringend blaue Blätter. Ganz, ganz dringend. Mindestens so dringend wie die grünen selber. So, hier haben wir nochmal. Oh, hier sind nochmal 4 Stück. Ja, so viel zum Thema Funktürme. Aber so viel Zeit muss jetzt einfach sein. Ich höre da doch irgendwas. Oh, Komodo. Denk schon, was kreischt mich denn da an? Nö. Das finde ich nicht gut. So, da ist ja sogar noch ein Kistchen. Was ist denn das? Ach. Okay. Dachte schon, da kommt man nicht rein. Oh, das ist jetzt fies. Da ist die blaue Blüte. Okay. Was ist das da? Das Haie? Ja. Das dürften Haie sein. Sehe ich denn noch mehr? Irgendwie nicht. Haben sie sich jetzt da mit den Lagern, Jungs, angelegt? Ist da denn ein Lager? Ja, aber nicht direkt da vorne. Das wäre hier. Nee. Kümmern wir uns wieder um die blauen Blütchen. Ach komm, wisst ihr was? Geron. Wieso läufst du nicht? Moment. Geronimo! Toll. Ja, das war Pro. Du, blödes Vieh. Okay, es sind gar keine Haie, es sind Rochen. Oder Manta. Je nachdem. Manta-Rochen. Zack. Dachte, ich hätte gerade was gehört. Ja, schade. Ziegen. Okay. Warum auch immer die Ziege da im Wasser rumgammelt. Naja. Gut. Dann würde ich sagen, geht's mal endlich zum Funkturm weiter. Da würde ich nämlich gerne mal endlich ankommen. Irgendwann so, heute noch. Fuck. Warum müssen denn hier Blaue sein? Blumenblaue. Blaue Blumen. Blümlis. Ja. Das war auch wieder ein super Sprung. Nicht mal ein Cover oder so. Wer bist du? Okay. Hätte man mal auf die Waffe achten müssen. Ja. Haben ihn direkt erwischt. So, bevor wir jetzt allerdings mal weitermachen, möchte ich gerne erstmal
verarbeiten. Ja, das reicht erstmal. Gut. Dann wollen wir mal. So. Waren schon wieder ein paar Spacken gerade. Okay, das wird nichts mit rüberfahren. Also einfach mal querbeet. Okay. Ja, hier ist schon wieder irgendwas gerunzen. Egal. Wir haben ein Ziel und sehen eine grüne Blume. Sehr gut. Ich mal mitnehmen das Ding. Ah, den Jeep, den wir da haben, der ist echt ganz gut für das Gelände hier. Der bringt mal was. Aber wenigstens auch nicht Traktion hier. Nein. Nicht so eine komische Pfeifmugge. Nee, komm, was anderes. Ah, jetzt kommen wir langsam in dunkles Gebiet. Grüne Blume. Grüne Blume, grüne Blume. So, jetzt haben wir aber auch erstmal wieder genug, glaube ich. Denke ich. Sage ich jetzt einfach. Wollen wir mal gucken. Oh. Kommen wir da so runter? Mit ein bisschen rutschen. Jo. Geht. Man muss es nur wollen. Dann geht alles. Ah, komm schon. Mugge bitte. Viel zu schnarchig. Fuck. Da ist der Turm. Ich habe keine Ahnung. Ist das eine Basis? Eher nicht. Heizen wir hier einfach mal über die Prärie. Naja, Prärie ist das ja nicht, aber also hier quer rüber. Dann sind wir doch auch schon fast da. Supi. Quietsch. So muss das gehen. Hier noch was drin ist? Wie jetzt? Gar nichts. Bin ich jetzt aber. Ach so. Ha. Ich verstehe. Wieso hätte man jetzt nicht da hochgekonnt? Hätte man. Einfach nur so just for the lols. Für die guten Jungs. Quasi der Männerweg. Hui. Wow. Fast rüber gesprungen hier. Das wäre ein bisschen. Huch, beschissen gewesen. So. Kommen wir dann hier weiter? Oh. Relativ einfach. Oh. Sehr schön. Mal gucken. Oh, nice. Brauchen wir nur noch ein bisschen MP-Mun. Kommen wir dahin. So. Moment. So. So kommt man noch da locker hin. Und du? Nee. Das ist irgendwie nicht ganz richtig. Wie kommt man denn da ran? Jetzt blind. Hä? Kommt man daran? Ne. Ja, genau, aber dafür muss man ja da hoch. Hä? Okay. Das habe ich ja auch noch nicht gehabt. Dass ich mich hier nicht zurechtfinde. Ach so. Ja. Man muss sich natürlich auch einfach mal fallen lassen. Können. Aber nö. So. Endlich, Mann. Das ist ja mal ein richtiger anstrengender Turm gewesen hier. Ich meine, schwer nicht, aber einfach mal so ein bisschen
genauer gucken, dann geht das auch. So. Weg damit. Und aus mit dir. Klick. Klack. Oh, was ist denn das für ein dickes Städtchen? Irgend so eine Hürde. Bunker. Was bist du? Noch irgend so ein paar Hürden. Toll. Das ist ja jetzt relativ nichtssagend. Ach, guck mal da. Okay, man sieht sie sogar von hier. Aber das war's dann auch. Aber jetzt mal ernsthaft, ne? Der Hügel hier sieht echt genial aus, um da einfach mal reinzusnipen. Ich glaube, ich werde mal so dreist sein. Und nicht nur die Türme machen, sondern da auch nochmal hin. Muss ich einfach. Wo ist denn das? Das wird wahrscheinlich das Ding dann sein, hm? Oder das? Ich glaube eher das. Gucken wir einfach mal. Erstmal drehen. Jetzt mal überlegen. Wo ist denn das jetzt? Da hinten. Und da oben möchte ich rauf. Da haben wir unser Ziel. Genau, am Buggy vorbei. Perfekt. Ah, wollen wir mal gucken. Ob wir die Deppen hier sehen können. Oh, da haben wir sogar noch einen Gleiter. Das ist ja geil. Ach, hier ist der Bunker. Aha. Na denn. Dann haben wir doch glatt hier nochmal. Das war's schon. Toll. Oh, das ist aber eine ganz gute Position hier. Oh ja. Gucken wir mal. Dass wir hier... Okay, wir müssen ein bisschen nach rechts noch. Drei Alarmanlagen. Das ist nicht wenig. Wir sollten auf jeden Fall nicht direkt losballern. Ach guck, da ist noch einer. Sondern erstmal noch ein bisschen abwarten. Indem wir dann einfach ja quasi den Patrouillen nochmal die Zeit geben. Eventuell hier bei uns vor die Nase rumzulaufen. Das sieht nicht so aus. Gut, dann gucke ich jetzt mal eben hier drüben. Wegen dem... Ach, guck an. Und sogar noch ein paar Deppen lang gefahren. Okay. Also wenn ich das richtig deute, kann ich hier alle Alarmanlagen gut einsehen. Das müssen wir jetzt mal kontrollieren. Das dürfte gehen. Das dürfte auf jeden Fall gehen. Der ist da. Wow, der ist aber ganz schön am Zuckern. Oh hi, oh hi, oh hi. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Okay. Jetzt müssen wir noch einen guten Moment abpassen. Ah, der da hinten ist ein kleines Problem. Können wir nicht irgendwie die Ecke umgehen? Ah, nicht optimal. Ich würde doch da irgendwas fahren. Komisch. Da. Das ist immer. Da haben wir sie auch markiert. Okay, ich glaube, da wird sich jetzt nichts mehr tun. Nun gut. Dann würde ich sagen... Gib ihm! Ernsthaft? Wir sind zu weit weg. F-U. Nee. Das muss doch irgendwie von hier schon gehen. Eieieiei. Interessant, dass wir da jetzt hätten den Wingsuit nutzen können.
Das ist auch interessante Information. Na gut, dafür kann man aber noch mal gucken. Das größte Problem, was wir hier oben haben werden. Ich weiß nicht, ob sie uns hier sehen können. Na gut, zur Not haben wir da noch einen Busch. Ja, so muss es jetzt reichen. Ich drücke immer den falschen Knopf. Ja gut. Ernsthaft? Okay. Das finde ich jetzt aber ein bisschen scheiße. Aha. Super. Das heißt, wir müssen jetzt wieder näher ran, um unter durchzugucken. Geht das? Na, bedingt. Hier vielleicht. Der ist aus. Wir haben nichts gecheckt. Hä, was ist denn da? Sehr gut. Komm, 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 komm. So weit weg. Machen wir es so. Okay. Die können gut sehen. Die Spacken. Und gut treffen. Aber das waren die Scharfschützen. Auto. Auto. Ja, besser markieren. Okay. Das sind mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig hier. Sehe ich jetzt nichts mehr außer denen. Können wir den aber auch einfach hier so nicht wegschießen. Jetzt aber. Okay. Was waren sie wirklich? Das habe ich jetzt ehrlich gesagt echt nicht erwartet. Jetzt möchte ich aber gerne mal was testen. Ich das richtig gecheckt habe. Als wir da gesprungen sind, konnten wir den Suit aufmachen. Das war von da oben. Hallo? Ach du Weichei. Da kannst du dich nicht festhalten, Lusche. Aha. Okay. Cool. Ach, wer braucht schon irgendwie was anderes, wenn man den Wingsuit hat? Wie geil. Hallo. Hat jetzt einen Unfall gebaut? Ach ne, nicht wegen uns. Hat nicht optimal hingehauen, gebe ich zu. Was ist denn das? Ist das nicht eine Schutzweste? Anscheinend nicht. So. Jetzt mal ernsthaft, ist hier nirgendwo Munition? Bin ich aber schon ein bisschen enttäuscht. Denke, ihr seid so krasse Söldner. Anscheinend nicht. Ist nichts zu sehen. Da blinkt was. Kiste. Benzin gibt es ja anscheinend eine Menge. Aber nicht das, was ich gern möchte. Hier waren wir schon dran. Nun gut. Dann. Ist da? Ne. Scheint hier wirklich keine Munition zu liegen. Ne. Tja. Gut. Dann ist dem. Na ja, komm, da oben können wir jetzt auch nochmal gucken. Immerhin.
Auch wenn wir das nicht tragen können. Nein. Das ging noch. Bei dem Jason Brody weiß man ja nie, wenn der Aua kriegt. Fallschadentechnisch. Das noch eine Kiste. Medkit. Tja. Jetzt nicht so die super Ausbeute. Aber wir haben immerhin 5000 zusammen. Sehe ich noch irgendwas? Ja, okay. Ach ja, die Knarre gab es ja noch. Nee. Die wollen wir nicht. Können aber jetzt mal noch Munition wieder tanken. Und wo haben wir sie? Die Weste. Zack. So, jetzt sind wir wieder für jede Schandtat gerüstet. Grunz, grunz, grunz. Achso. Dachte, ihr grunzt irgendwas. Und ja, bräuchten wir eigentlich nur noch irgendwie Gefährt, was der liebe Herr hier gerade weggeschoben hat. Ach, da ist es ja dann. Ja, und dann können wir ja eigentlich mal weitermachen mit den Türmen, würde ich sagen. Allerdings sind wir jetzt erstmal am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Auf bald!